2:0, wenn man ehrlich ist, ganz schön bitter, oder? Ja, enorm bitter, sehr schmerzhaft, weil wir natürlich unsere Serie ausbauen wollten. Ja, wir haben 2 Spiele jetzt gewonnen, gut gespielt und natürlich heute ist es schon sehr schmerzhaft. Man ist natürlich auch ein Stück weit enttäuscht, ein Stück weit wütend, ganz klar, weil wir das heute verpasst haben. Aber meiner Meinung nach haben wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Berlin hatte viele Torchancen, wir hatten viele Torchancen. Berlin hat die einfach eiskalt ausgenutzt, was wir einfach nicht gemacht haben. Es war ein sehr wichtiges Spiel natürlich. Und dann ist es ganz bitter, dass wir verloren haben. Und ja, ich denke, erste Halbzeit waren wir gut drin. Haben wir ein paar Mal die Chance, um bei Tor von Hertha zu kommen. Hat leider nicht geklappt. Haben wir zu viele Fehler gemacht. Und dann haben die erste Chance genutzt und konnte die mehr auf Konter spielen. Haben die Räume ein bisschen enger gemacht und muss man sagen, haben die gut gemacht. Ein sehr schlimmer Abend für uns, aber wie gesagt, am Freitag kommt der nächste Gegner. Jetzt ist ein bisschen Zeit, aber auch nicht zu lange, um nachzudenken. Deswegen müssen wir unsere Köpfe da jetzt rausziehen, müssen wir wieder gerade stehen. Dann haben wir ein Heimspiel und dann werden wir wieder alles raushauen.